Hallo, hier ist Lias und aus dem 4 mit der Nachberichterstattung vom Spiel des 32. Spieltags. Der FC Bayern München trifft auf Schalke 04. Der FC Bayern München heute im 4-1-4-1-System. Thomas Müller und Musiala zusammen auf der 10. Matthijs Tell leider nicht in der Startelf, Grafenmech auch nicht. Kann ich euch aber sagen, beide haben diesmal ein bisschen mehr Spielzeit bekommen als sonst. Und dann war noch Sané wieder im Start, in der Startelf im Vergleich zu den letzten Wochen. Und was soll ich sagen, der FC Bayern hat endlich mal geilen Fußball gespielt. Man hat früh angefangen, Chancen zu kreieren. Früher hat man Tore geschossen, also nicht Tore geschossen, auch das, aber früher hat man aufs Tor geschossen. Das war gut. Gnabry hat es früh versucht, der heute ein unfassbares Spiel gemacht hat. Im Vergleich zu den letzten Wochen richtig, richtig geil. Und das gilt für einige Spieler. 21. Minute dann geht der FC Bayern in Führung durch Thomas Müller. Und Jungs, das war ein unfassbar geiles Tor. Es fängt bei Thomas Müller selber an, spielt einen Ball auf Masraoui, der spielt den auf Sané. Dann kriegt Sané den Ball wieder, der legt den dann ab und aus 16 Metern Thomas Müller mit dem linken Fuß ins lange Eck geschoben. Richtig, richtig schönes Tor. Nur 8 Minuten später gab es einen Elfmeter für den FC Bayern München. Joshua Kimmich verwandelt den. Es wurde mit dem Videoschiedsrichter überprüft, den gab es erst nicht. Jamal Musiala wurde im Strafraum von zwei Spielern doch gut in die Zange genommen und hat dann im Endeffekt von Außenverteidiger, es war von wem? Er hat auf jeden Fall einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen von Brunner, gab dann auch die gelbe Karte für diese Aktion. Elfmeter, Joshua Kimmich ist angetreten und hat er ganz souverän verwandelt. Das war noch der Halbzeitstand, ein ganz, ganz knackiges 2:0 für den FC Bayern München hier. Und im zweiten Durchgang ging es dann so richtig los. Bayern hätte deutlich früher deutlich höher führen können, wenn da vorne wirklich ein richtiger Neuner drin steht und nicht Serge Gnabry als Stürmer, weil eins mal hat einfach das Timing gefehlt. Aber an sich haben die Bayern heute mal richtig schön Fußball gespielt. Die Schalke haben auch nicht einfach nur gemauert. Die haben wirklich mal auch, also die haben es versucht mitzuspielen, haben nichts gemacht, muss man sagen. Die Schalke haben wirklich gar nichts nach vorne gespielt. Da ging offensiv halt echt gar nichts. Aber sie haben sich nicht gemauert komplett. Und die beiden haben schön Fußball gespielt. 50. Minute dann. Joao Cancelo in Ribéry-Manier hat der dann Leute auf den auf der Außen wieder Karaman, diesmal hat er da ausgetanzt nochmal, Haken nach außen, dann die Schussfinte, zieht den Strafraum, Gnabry kriegt den Ball, er liegt eigentlich schon perfekt auf dem rechten Fuß, er zieht nochmal auf links und verwandelt das Ding dann auch da wieder, eine richtig, richtig geile Bude. 65. Minute dann, Serge Gnabry kriegt ein Geschenk, Yoshida wurde eingewechselt, die Bayern köpfen den Eckball einfach nur raus, Yoshida will ihn nach hinten spielen, der Ball verhungert aber irgendwie komplett, der hat nicht ansatzweise gepasst. Den hat Gnabry dann bekommen, läuft aufs Tor zu, zieht vor Bayern-Keeper Schwolo, der wirklich viele Dinger richtig, richtig gut rausgeholt hat. Dieses Ding allerdings nicht, dann zieht er da vorbei und verwandelt den Ball. Dann kam irgendwann Grafenberg, der hat, glaube ich, eine gute halbe Stunde sogar gespielt, der kam dann schon. Matthijs Tell auch über 20 oder knapp 20 Minuten bekommen mit der Nachspielzeit und der hat sich auch noch belohnt. Richtig starkes Solo von Jamal Musiala vorher, der heute generell richtig, richtig stark gespielt hat, auch Musiala wieder eine Hammerpartie. Und dann legt er den Ball durch, Matthijs Tell legt den Ball noch vorbei am Keeper. Das sah richtig, richtig gut aus. Damit schießt er ein Tor. Genau das war das, was Thomas Tuchel von ihm gefordert hat. Wenn Matthijs Tell mal in der Startelf spielen will, soll er Tore schießen. Und genau das hat er heute gemacht. Er schießt hier sein Tor gegen Schalke 04, das 5:0. Dann in der 92. Minute war noch nicht Zapfenstreich. Sadio Mané wurde noch irgendwann eingewechselt. Und auch er hat hier heute wieder, nicht getroffen, er hat ein Ding vorgelegt. Und zwar für Nusir Masraoui. Irgendwie mit der Hacke. Masraoui läuft alleine auf den Keeper zu. Und dann verwandelt er den Ball einfach. Das sah richtig, richtig gut aus. Thomas Müller durfte durchspielen. Tell hat seine Chance genutzt. Grafenberg hat wieder überzeugt, als er auf dem Platz stand. Also heute war wirklich eine richtig, richtig geile Partie vom FC Bayern München. Man gewinnt 6:0. Dortmund spielt jetzt gleich gegen Gladbach. Das heißt, man ist temporär 4 Punkte vorne. Wenn ihr das Spiel am Sonntag guckt, kommentiert mal gerne, wie viele Punkte der FC Bayern jetzt noch Vorsprung hat. Bin ich mal gespannt, was beim BVB geht. Der FC Bayern heute wirklich richtig, richtig überzeugt. Da kann man nichts gegen sagen. Die haben eine absolut geile Partie gespielt. Seit Wochen sah es das erste Mal so aus, als ob es dem Team wirklich leicht fällt, guten Fußball zu spielen, Leute. Schreibt mir eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Abonniert den Kanal, um keine Bayern-Videos mehr zu verpassen. Ciao, ciao.